Plitzki und ich spiele jetzt ein Lied. Das ist Buba Mara aus dem Film Schwarze Katze, Weißer Kater. Ein sehr guter Film. Und ich spiele es mit einer eigenen Interpretation. Vielen herzlichen Dank für diese eindrucksvolle Einstimmung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Jeckshofs, ich begrüße Sie sehr herzlich am Jeckshof, dem Bauernhofmuseum unseres Landkreises Fürstenfeldbruck, zur Eröffnung der Sonderausstellung C.F. Friedmann. Besonders begrüße ich heute den stellvertretenden Generalkonsul des Staates Israel, Herrn Liran Shahar, ich hoffe, ich habe das halbwegs gut ausgesprochen, die Vertreterinnen und Vertreter der am Gedenken an das Olympia-Attentat beteiligten Institutionen und Personen und natürlich mit einem herzlichen Dankeschön fürs Interesse die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ereignisse verbinden wir mit Orten. Die Varusschlacht mit dem Teutoburger Wald, den Investiturstreit mit dem Gang nach Canossa. Nicht nur, aber auch Schlachten, Anschläge und Attentate haben Orten eine traurige Berühmtheit verschafft. Auch, leider auch, Fürstenfeldbruck. Wir gehen sicher nicht fehl, vermuten wir assoziative, vielleicht auch emotionale oder gar
wertende Verbindungen des Ortes mit dem Attentat und dem missglückten Befreiungsversuch bei den Olympischen Spielen 1972. Wir gehen nun als Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger mit der Erinnerung an ein solch besonderes historisches Ereignis um. Wie antwortet die Gemeinschaft der hier Lebenden auf die Frage, was dürfen und was wollen wir nicht vergessen? Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse müssen sich entwickeln und oft bedarf es eines Impulses aus der Zivilgesellschaft dafür. Seit 1997 finden jährliche Gedenkveranstaltungen im Landkreis statt und der Dialog mit den Überlebenden und Angehörigen der Opfer wurde aufgenommen. 1999 wurde eine Gedenkstätte vor den Toren des Fliegerhorsts Fürstenfeldbruck eingeweiht, als einem Ort des Erinnerns und Gedenkens. Der Landkreis Fürstenfeldbruck stellt sich seither der Aufgabe, das historische Ereignis des Olympia-Attentats, welches aus dem kollektiven Gedächtnis nicht wegzudenken ist, als Bestandteil der lokalen wie überregionalen Erinnerungskultur zu bewahren. Deshalb beschloss der Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport des Landkreises, einen digitalen Erinnerungsort zu schaffen. Eine digitale Lösung bietet die Chance, ein breites internationales Publikum zu erreichen und damit der historischen Bedeutung des Ereignisses gerecht zu werden. Seit geraumer Zeit wird an dem Projekt Digitaler Erinnerungsort gearbeitet und so wurden im Vorfeld rund 40 Audio-Zeitzeugen-Interviews geführt und transkribiert. Video-Zeitzeugen-Interviews wurden gestartet und fertiggestellt. Sie werden in den digitalen Erinnerungsort integriert. Ein Konzept entstand, das auf den drei Säulen Homepage, App und soziale Medien basiert. Der digitale Ort bedient sich dabei einer zeitgemäßen Form der musealen Kultur. Der Landkreis setzt sich dafür ein, mit dem digitalen Erinnerungsort ein Bildungsangebot für Schulen, Vereine, Interessierte in und außerhalb des Landkreises zu schaffen. Mittelfristig gesehen soll der digitale Erinnerungsort in den authentischen integriert werden, sobald das möglich ist. Was voraussichtlich, wie Sie wissen, erst 2026 der Fall sein wird, weil da die Bundeswehr erst die Pforten sozusagen öffnet, weil sie den Fliegerhorst verlässt. Der digitale Erinnerungsort hilft dabei, die Erinnerungsarbeit des Landkreises aufrechtzuerhalten und bis zur Öffnung des Fliegerhorstgeländes sowie darüber hinaus eine innovative, mehrsprachige und ortsunabhängige Vermittlung der Geschehnisse vom 5. September 1972 zu ermöglichen. Als die kluge Idee des gemeinsamen Erinnerns an die Opfer des Attentats unter dem Motto 12 Monate, 12 Namen im Rahmen der 50-Jahr-Feierlichkeiten der Olympischen Spiele München geboren war, fanden sich verschiedene Einrichtungen im Landkreis, die zu dieser Form der erinnerten Vergangenheit beitragen. An den Polizisten Anton Fliegerbauer erinnerte im Februar die Polizeihochschule Fürstenfeldbruck. Im Mai wird Elisa Halfin in den Mittelpunkt des Gedenkens rücken. Als Ergänzung zur Ausstellung 5. September 1972, das Ende der heiteren Spiele von München, wird im Landratsamt Fürstenfeldbruck über das Leben des Freistilringers informiert. Mit einem Gedenkturnier erinnert der historische Verein für Stadt- und Landkreis Fürstenfeldbruck e.V. im Juni an den Gewichtheber Josef Romano. Das Stadtmuseum Fürstenfeldbruck wird im September eine kleine Ausstellung zur Marx-Lawin zeigen. Im November werden Schülerinnen und Schüler des Graf-Rassow-Gymnasiums an den Kampfrichter Jakob Springer erinnern. Zu 12 Monate, 12 Namen gehört auch die Ausstellung C.F. Friedmann, hier im Außenbereich des Jeckshofs, die im Monat März an den Gewichtheber erinnert, der ebenfalls Opfer des Anschlags wurde. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke all denjenigen, ohne die diese Ausstellung nicht möglich gewesen wäre. Der Schwester des Getöteten, Nina Tatsch, und ihrer Tochter Hagit, die ihr Einverständnis gaben für die Benutzung von Fotos und die in der Kommunikation das Museum unterstützten. Ich danke vor allem auch dem Jüdischen Museum München, das die Informationen bereitstellte und als Ratgeber zur Seite stand. Und schließlich gilt mein Dank unserem bewährten Jeckshof-Team unter der Leitung von Dr. Reinhard Jakob, das die besondere Art der Ausstellung
wieder einmal in hervorragender Weise bewältigt hat. Ferner danke ich Hanna Stubitzki für ihren musikalischen Vortrag, den wir ja schon hören durften. Öffentlich praktizierte Erinnerung ist immer auch ein Bekenntnis zu den Werten, die unser Gemeinwesen ausmachen. Insofern ist das Gedenken an das Attentat vor 50 Jahren unter anderem auch ein wichtiges Signal gegen antisemitische Strömungen im Land. Zu dieser werteerhaltenden Erinnerungsarbeit gehört ebenfalls die Sonderausstellung des Sexhofs, in der es um jüdische Biografien aus dem Brugger Land geht. Zu deren Besuch darf ich Sie herzlich einladen. Und lassen Sie sich nicht nehmen, sich außerdem bei einem kleinen, koscheren Imbiss zu stärken. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Landrat Karmsin, sehr geehrter Herr Dr. Jakob, sehr geehrte Damen und Herren, Shalom. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist uns eine Ehre, mit Ihnen die Außenausstellung zum Gedenken an den israelischen Leichtathleten Ze'ev Ridman zu eröffnen. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für das israelische Konsulat und den ganzen Staat Israel. Es ist das 50. Jahr nach dem Olympischen Massaker von 1972. Ein noch dagewesener Terroranschlag während der Olympischen Spiele, der von der ganzen Welt mitverfolgt wurde. Der Terroranschlag versetzte Israel nicht nur in einen Schockzustand, sondern fügte den traumatisierten Menschen ein weiteres Drama hinzu. Bis heute ist das Massaker eine offene Wunde für uns. Ze'ev Ridmans Lebenslauf spiegelt den vielen Israelis wider. Er ist Neueinwanderer in den jungen Staat Israel und hat gerade begonnen, ein neues Leben aufzubauen. Geboren wird er 1944 in der Sowjetunion, wo seine Familie den Holocaust überlebt hat. Seine Familie lebt einige Jahre auf Durchgangsstation in Polen. 1960 gelingt die Ausreise nach Israel. Ze'ev ist sportlich begabt und in Israel spezialisiert er sich aufs Gewichtheben. Er wird Spitzensportler. München 1972 sollte der Höhepunkt seiner Karriere werden. Am 26. August schreibt er noch eine Karte an seine Eltern. Diese kommt erst nach dem 6. September an. Die lange ersehnte Reise nach München endet für Ze'ev mit schrecklichen Erfahrungen während der Geiselnahme und in einem grausamen Tod auf dem Flugfeld in Fürstenfeldbruck. Er erliegt in der Nacht der Schussverletzungen. Für die Familiengehörigen ist es wichtig, dass an die Personen erinnert wird, aber auch weitergegeben wird, was 1972 passiert ist. Wir müssen des Öfteren feststellen, dass unsere deutschen Partner bei dem Thema Erinnerung und Israel nicht falsch machen wollen. Ich will heute nochmals betonen, dass es für die Familienangehörigen am schlimmsten ist, wenn nicht erinnert wird. Wie erinnert wird, dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Die Vielfalt der Möglichkeiten wird in diesem Jahr besonders deutlich. Es wird offizielle Gedenkveranstaltungen von Bund, Freistaat und Landkreis geben, wie zum Beispiel am 5. September in Fürstenfeldbruck. Aber auch sportliche Veranstaltungen wie gemeinsame Fecht- und Schießturniere sind geplant. Das Generalkonsulat plant wieder die Gedenkradtour von Olympiapark zum Flieghorst Fürstenfeldbruck. Außerdem wird es mehrere junges Austauschprogramme geben, die sich mit den Münchner Olympischen Spielen beschäftigen.
Im kulturellen Bereich ist das Projekt 12 Monate, 12 Namen ein ganz wichtiges. Es erstreckt sich über das ganze Jahr und schafft Raum und Zeit, um sich jedem Opfer zu widmen. In diesem Monat steht Zeev Rindmann im Fokus. Und ich danke dem Jexhof für die Teilnahme an dem Projekt und für die großartige Außenausstellung. Wir können unseren deutschen Partnern nicht genug danken, die sich intensiv um die Erinnerung an die Ermordeten in Deutschland kümmern. Gerade im Landkreis Fürstenfeldbruck ist eine Erinnerungsarbeit besonders intensiv. Ich möchte Ihnen allen sehr herzlich für Ihr langes und wunderbares Engagement danken. Toda raba. Sehr geehrter Herr Vizegeneralkonsul, sehr geehrter Herr Landrat, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, warm greetings to Nina and Hagit, if you can see us in Israel. I don't know whether the live stream functions today or not, but you can see it on our channel in YouTube. Wer wie ich als Jugendlicher die Olympischen Spiele 1972, wenn auch aus der Distanz und durch die Medien miterlebt hat, der hat Bilder im Kopf, die sich zum einen speisen aus den Erfolgen der deutschen Athletinnen und Athleten in den ersten Tagen der Wettkämpfe. Etwa die Erinnerung an die Nickelbrille tragende Heidi Rosenthal, die ungemein junge und hoch aufgeschossene Ulrike Meifert, an den massigen, sympathischen Klaus Wolfermann oder an Bernd Kannenberg aus der exotischen Disziplin des Gehens. Alle vier waren Olympiasieger, die ihre Medaillen bis zum 3. September errangen und eine Welle der Begeisterung im Land erzeugten. Aber da drängt sich bei mir das viel mächtigere Bild vor das geistige Auge der Erinnerung, das eine Gruppe von drei oder vier Männern zeigt, die miteinander sprechen. Blasse Farben, fast ein schwarz-weißer Grundton. Einer sticht hervor, einer, der einen weißen Hut trägt. Der Mann mit dem weißen Hut, die Erinnerung an ihn, erzeugt negative Emotionen und das Bewusstsein spürt die dramatische Zäsur. Die Wende von den heiteren Spielen, die der Welt zeigen sollten, dass wir Besseres können, als Konzentrationslager zu bauen. Entschuldigung. Die Wende zu einer menschengemachten Tragödie, die mit einem Mal die politische Realität der 70er Jahren der ganzen Welt vor Augen führte. Die Inszenierung der Leichtigkeit wich einer Show des Schreckens. Als der Mann mit dem weißen Hut am 5. September 1972 zum begehrten Motiv der Kameras der Fotografen aus aller Welt geworden war, hatten die Mittäter bereits zwei aus der israelischen Sportdelegation getötet. Neun Geiseln lebten noch, unter ihnen der 28-jährige Zeev Rindmann. Er hätte eigentlich gar nicht in dem Zimmer sein sollen, in das die Terroristen eindrangen. Aber Zeevs Freund Dov Slovjanski und dessen Schwester übernachteten in seinem Zimmer. Auch sie hatten die Kontrollen innerhalb des olympischen Dorfes mit Leichtigkeit überwunden. Zeev hielt sich bei Mark Slavin auf, der eben erst nach Israel eingewandert war und nicht wirklich gut Hebräisch sprach, sodass Zeev ihm Dolmetscherdienste leistete. Für Zeev sollten die Olympischen Spiele in München zum Höhepunkt seiner Gewichtheberkarriere werden. Danach wollte er sich vom Wettkampf auf großer Bühne zurückziehen und sich seinem Lehrerberuf widmen. Wir wissen, dazu kam es nicht. Wir sind deshalb hier, um an ihn zu erinnern, seiner zu gedenken, in dem Bewusstsein, dass blutige Gewalt
niemals zu einer besseren Welt führt. Die Erinnerung an einen Menschen ist manchmal wie eine Melodie, hat Alexander Kluge neulich in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Welche Melodie entsprach Sejew? Wie war seine Stimme? Wie hat er sich bewegt? Wie war sein Lachen? Daran vermögen sich nur seine Familie und seine Freunde erinnern. Wir können nur seine Biografie nacherzählen mit den Bildern und den nüchternen Informationen über ihn. Aus den Interviews, die Pirita Kleiner vor allem mit Sejews Schwester Nina geführt hat, können wir nur einen Hauch erahnen vom Menschen Sejew Friedmann. So erzählte Nina: In the Olympics, he met with Arab sport competitors, Russians and people from Iran. He was very peaceful. He didn't think about politics and his English was very good, so he was able to talk with lots of other competitors. Diese Worte erinnern auch an André Spitzer, den Fechttrainer, auch er später eine Geisel. Er wendet sich im olympischen Dorf spontan an die libanesischen Sportler und erhält Antworten, obwohl Krieg war zwischen beiden Ländern. Wir erfahren davon durch seine Frau im Film »Ein Tag im September«. Von diesem friedvollen Umgang habe er immer geträumt, sagt sie. Einen anderen Aspekt von Sejew Friedmanns Haltung beleuchten die überlieferten Interviews. He was a very proud Israeli and he felt like it was a victory for him to come to Germany as an accomplished weightlifter from the family Friedman, the family in which nobody survived the Shoah. Auch hier fällt eine Parallele zu einem anderen israelischen Delegationsmitglied, ebenfalls überliefert durch One Day in September, auf, nämlich zu Jakob Springer. Er stammt wie Sejews Eltern aus Polen, floh wie diese vor den Nazis nach Russland, wo Sejew auf die Welt kommen sollte. Er emigrierte wie die Familie Friedmann nach Israel. Für ihn, wie auch für andere Mitglieder der israelischen Abordnung, hatte es eine besondere Bedeutung, nach München zu kommen, der einstigen Hauptstadt der braunen Bewegung. Auch er hatte die Haltung: Seht, es ist euch nicht gelungen, mich zu vernichten. Die Geiselnahme wie der Befreiungsversuch machen deutlich, dass die Vergangenheit beide, Deutsche wie Israelis, auf bedrückende Weise eingeholt hatte. Sie wissen, was Juden angetan wurde in diesem Land, meinte der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher zu Issa, dem Mann mit dem weißen Hut, und bot sich zum Austausch mit den israelischen Geiseln an. Doch Issa entgegnete, so wird es jedenfalls in dem Film München 72 tradiert, dass sie mit der besonderen Vergangenheit kalkuliert hätten, und lehnt einen Austausch ab. Wenn wir heute Sejew Friedmann, dem Sohn von Holocaust-Überlebenden, gedenken, dann macht der Brückenschlag in die Zeit der deutsch-jüdischen Geschichte vor 1945 durchaus einen Sinn. Insofern die Ausstellung »Die Unsichtbaren sichtbar« und die Erinnerung an Sejew Friedmann zusammen gedacht werden müssen. Ich will nun Dank sagen Sejews Schwester Nina und seiner Nichte Hagit, die das Vorhaben einhellig begrüßen und unterstützen. Dank an das Jüdische Museum in München. Hier danke ich besonders Anna Angela Liebal und Angela Brehm, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Und schließlich danke ich unserem Team, der Ausstellungsgestalterin Ruth Strehhuber, für das Lektorat Elisabeth Lang, für den Aufbau Matthias Knödel und für Vorbereitungen Heinrich Wittmann, für die Organisation des Caterings Petra Schreiner und unserer Social Media Mitarbeiterin Karin Früber. Zu allerletzt ein friedensstiftendes Wort von Nina, geborene Friedmann, gesandt in eine kriegerische Welt. In every interview my father and I were interviewed, we say the same thing.
It didn't make it easier for us because killing brings only more killing. We kill, they kill. It didn't make it any easier for us or better. It will never bring my brother back. It will only be better the moment we sit and talk to each other and find a solution instead of killing each other all the time. Das nächste Stück, was ich gerne spielen würde, ist ein selbstgemachtes Stück, das ich gerne heute hier für die Opfer des Attentats spielen würde. Es heißt Meine Seele und bedeutet mir wahnsinnig viel. Doch ich möchte es auch an die Ukraine richten, denn was da gerade passiert, ist furchtbar. Mein Papa kommt aus der Ukraine. Ich habe Angst um meine Familie und meine Freunde dort und möchte auch an sie jetzt denken. Das ist eine Katastrophe, was in der Welt alles passiert, damals und heute. Ich würde noch gerne meine Geige nachstimmen. Entschuldigung.